Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos ausgiebig mit Dateizugriffen beschäftigt und haben eben eigentlich folgende Sachen festgestellt, die ich hier jetzt nochmal zusammenfassen werde. Punkt 1, Dateizugriff nur über Betriebssystem. Wir haben hier einen Dateihandle, eine native Ressource, die wir so schnell wie möglich zumachen sollten, wenn wir mit dem Dateizugriff fertig sind. Dateizugriff geht sehr einfach über die Klassen File bzw. FileInfo. Und File bietet eben Methoden write all bytes, write all strings, mit der wir ganz einfach eine Datei öffnen können, alles in einem Rutsch reinschreiben können oder auslesen können und dann die Datei gleich wieder schließen. Wir haben aber gesehen, das ist nicht immer die beste Methode oder auch überhaupt eine Methode, die funktioniert, sondern wir haben gesehen, File Streaming ist eben ein etwas niedriger angesetzte API im Level, wo eben wir direkt auf Dateien zugreifen können und schrittweise die Bytes, die in ihnen stehen, auslesen können. Wir haben auch Klassen kennengelernt wie StreamWriter, StreamReader oder XMLWriter und XMLReader, die eben aus entsprechend formatierten Dateien entweder Strings auslesen können oder XML. Und dann haben wir festgestellt, Streaming schön und gut, aber eigentlich haben wir als objektorientierte Programmierer es grundsätzlich mit Objektgraphen zu tun. Also wir haben mehrere Objekte und die referenzieren sich irgendwie untereinander. Und diese Sachen wollen wir dann einfach in einem Rutsch mit einem Aufruf, so wie wir es hier eben haben, in diesem Aufruf sagen, komm, speicher mir alles weg. Ist mir eigentlich egal, wie es dir intern passt. Nimm diese Datei und nimm diesen Objektgraph und serialisiere das Ding da rein. Genau das wollen wir eigentlich haben als Programmierer, dass wir bloß einen Aufruf zum Speichern und einen Aufruf zum Laden brauchen. Und genau das ist eben in der Form möglich, wenn wir eben uns der Serialisierung und Deserialisierung bedienen. Serialisierung ist eben das Umformen eines Objektgraphs in ein Format, wie beispielsweise XML oder JSON, die eben ganz einfach in eine Datei geschrieben werden können oder über ein Internet- oder Netzwerkkommunikation im Allgemeinen mit anderen Prozessen ausgetauscht werden können und so weiter. Und haben uns dann eben die Klasse Data Contract Serializer angeschaut, die eine der neuesten APIs bereitstellt, um das zu machen. Es ist übrigens nicht die einzige API, wie wir hier unten im Text, im Skript auch sehen können. Es gibt den XML Serializer, den gibt es schon seit .NET 1, der macht auch XML. Wir haben den Binary Formatter, der macht ein, ich glaube, Microsoft proprietäres Binärformat. Diese beiden Klassen lösen im Prinzip das gleiche Problem wie der Data Contract Serializer. Der Vorteil ist an seiner API, ist, dass die XML-Dokumente, die er erzeugt, sind, glaube ich, plattformunabhängig. Ich bin mir nicht sicher, ob der XML Serializer das auch so kann. Aber er ist eben im Zuge der Web Service Description Language, die eben sehr auf XML basiert oder auf XML-Dokumenten allgemein, der ganzen serviceorientierten Architektur dieses Movements eben entstanden und das Hauptziel von dieser Klasse ist eben auch plattformunabhängig zu sein. Das heißt, das, was er erstellt, kann auch ganz leicht von Java-Prozessen oder C++-Prozessen oder Python oder welche Plattform und Programmiersprache sie auch immer wählen, eben eingesetzt werden. Es gibt mittlerweile auch bessere Serializer. Wie gesagt, prinzipiell würde ich Ihnen aus dem Bauch raus sogar eher zu JSON raten als zu XML mittlerweile. Da wäre eben JSON.NET ein Framework, das man einsetzen kann oder eine Bibliothek, die man einsetzen kann, um Objektgraphen zu JSON zu serialisieren. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, mit das Schnellste, was zurzeit im .NET-Umfeld existiert. Wir haben aber XML uns angesehen, weil wir auch nochmal in WPF auf dieses Format stoßen werden und allgemein ist es sehr verbreitet. Also es ist nicht schlecht, dass man mit XML anfängt und dann sich
die Analogien in JSON klar macht. Und um dann letztendlich zum Abschluss zu kommen, wie gesagt, Serialisierung, Deserialisierung ist ein wohlbekanntes Problem in der Informatik, deswegen auch von diesen besagten Klassen implementiert. Und das ist eben der grundsätzliche Vorgang, wie man Objektgraphen in Dateien bekommt. Ja, Sie sollten sich eine Klasse aus dem entsprechenden Framework schnappen, die eben dieses automatische Serialisieren hinkriegt. Das wird üblicherweise eben mit Reflection gemacht. Also auch in Java sind die entsprechenden Klassen so ausgestattet, dass sie eben über bestimmte Code Annotations, die auf den Java-Klassen gesetzt sind, eben auslesen können, was soll ich denn jetzt von diesem Objekt an Daten überhaupt serialisieren. Das wird eben über Reflection gemacht und dann macht diese Serializer-Klasse das für Sie automatisch. Und Sie haben A, sehr wenig Code, den Sie schreiben müssen. Sie müssen sich nicht selber ein Vorgehen überlegen, wie kriege ich denn jetzt einen beliebig strukturierten Objektgraph hin zu XML. Und die Lösungen, die schon existieren, sind mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach viel robuster und bedenken auch irgendwelche bestimmten Bedingungen, an die Sie vielleicht im ersten Moment gar nicht denken. Und deswegen hier der Tipp, versuchen Sie das nicht selbst umzusetzen, sondern nutzen Sie erstmal die Funktionalität, die da ist. Und wenn Sie dann wirklich in arge Performance-Probleme oder Speicherprobleme kommen, dann kann man sich immer noch überlegen, ob man die aktuelle Implementierung nicht erweitern möchte, anstatt eine komplett neue aufzusetzen. So viel zum Zugriff auf Dateien. Wir werden uns dann in den nächsten Videos noch mit dem Zugriff auf Datenbanken beschäftigen. Das ist aber nicht direkt Stoff der Klausur dann auch. Also ist alles mit Level 200 gekennzeichnet, weil Sie eben die Datenbankvorlesung im dritten Semester dazu haben, um tiefer in diese Materie direkt einzusteigen. Ich möchte Ihnen einfach auch bloß zeigen, wie Datenbankzugriff sehr einfach geht, damit Sie einfach das mal gesehen haben, wie es funktioniert. Und Sie werden sehen, die API, die man da einsetzen muss, ist auch nicht wirklich schwierig. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!